Du sag doch mal, Laura, was ist eigentlich ein Vorkaufsrecht? Okay, ganz einfach. Ein Vorkaufsrecht ist ein im Grundbuch eingetragenes Recht für eine Person, dass diese ein Grundstück, ein bestimmtes Grundstück oder eine Immobilie erwerben kann, wenn diese zum Verkauf steht. Natürlich kann der Verkäufer auch an einen Dritten verkaufen. Dann hat der Vorkaufsberechtigte 8 Wochen nach Kaufvertragsbeurkundung beim Notar die Zeit, sein Vorkaufsrecht auszuüben oder aber eben nicht auszuüben. Übt er das Vorkaufsrecht aus, muss er allerdings in den bestehenden Vertrag 1:1 einsteigen. Bitte vorsichtig sein, auch Gemeinden und Städte haben ein Vorkaufsrecht, diese stehen natürlich nicht im Grundbuch mit drin. Und im besten Fall sollte man natürlich, wenn jemand im Grundbuch eingetragen ist, zuerst an diesen herantreten, wenn man überlegt zu verkaufen. Dankeschön. Gerne doch.